Christian Eriksen muss sich nach seinem Herzstillstand auf dem Spielfeld einem Eingriff unterziehen. Wie der dänische Verband DBU am Donnerstag in einem offiziellen Statement bekannt gab, wird dem 29-Jährigen ein implantierbarer Defibrillator eingesetzt. Nachdem bei Christian diverse Herzuntersuchungen durchgeführt wurden, ist man zu der Entscheidung gekommen, dass er einen ECD haben sollte. Dieses Gerät ist nach einer Herzattacke wegen Rhythmusstörungen notwendig, hieß es in einer Mitteilung. Eriksen habe die Entscheidung der Mediziner akzeptiert. Nationale und internationale Experten hätten zu diesem Schritt geraten. Die belgische Fußballnationalmannschaft plant für das EM-Spiel gegen Dänemark eine besondere Aktion für Christian Eriksen. Wie Angreifer Romelu Lukaku erklärte, wollen die belgischen Spieler den Ball in der 10. Minute absichtlich ins Ausschießen, damit die 25.000 Fans in Kopenhagen Standing Ovations für ihren Superstar geben können. Auch die Akteure auf dem Platz werden applaudieren und für einen besonderen Moment sorgen, so der Vereinskollege von Eriksen. Die 10. Minute wurde speziell ausgewählt, da Eriksen bei den Dänen die Rückennummer 10 trägt. Es soll ein Fest für Christian werden, eine Intention, dass wir unsere besten Wünsche für ihn zeigen. Unsere Botschaft ist, dass Fußball nicht dasselbe ist, wenn Christian nicht auf dem Feld steht, sagte Belgiens Trainer Roberto Martinez. Jan Sommer ist direkt nach dem 0:3 gegen Italien von der Schweizer Nationalmannschaft abgereist. Der Grund dafür ist allerdings ein sehr erfreuliches Ereignis. Der 32-Jährige will bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei sein. Seine Frau Alina erwartet ein Mädchen. Aus diesem Grund packte Sommer nach der Niederlage gegen die Italiener schnell seine Koffer und fuhr Richtung Flughafen. Von Rom aus ging es direkt nach Köln. Dort wartet Alina bereits im Krankenhaus. Wann der Torwart von Borussia Mönchengladbach den Schweizern wieder zur Verfügung steht, ist noch offen. Im letzten Gruppenspiel am Sonntag steht die Schweiz in Baku gegen die Türkei bereits mit dem Rücken zur Wand. Sommer könnte dabei schon wieder zwischen den Pfosten stehen. Ein schwarz-rot-gold geschmückter Fanbus hat die Vorbereitung der deutschen Fußballnationalmannschaft auf das wichtige EM-Spiel gegen Portugal gestört. Der German EM-Bus 2021 fuhr am Mittwochabend und Donnerstagmorgen durch das Gelände rund um das Teamquartier in Herzogenaurach und beschallte es mit ohrenbetäubenden Durchsagen und lauter Musik. Uns hat der liebe Gott geschickt. Pandemie ist aus, Fußball ist an, brüllte einer der 7 Anhänger. Dazu spielten sie Rockklassiker wie Jump, We Are The Champions oder Let Me Entertain You. Nach rund einer halben Stunde wurde der Bus am Donnerstag von der Polizei vom Gelände geleitet.